Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen weiteren Folge GTA Online. Hallo. Wir sind auf dem Weg zu einem Punkt. Puerta del Sol oder LSIA. Wir fahren jetzt erstmal Puerto del Sol, denke ich mal. LSIA ist der Los Santos International Airport. Ja, das weiß ich. Wolltest du nur nochmal für die Zuschauer sagen? Ach so, okay, gut. Ich dachte... Also wir fahren jetzt erstmal zum Puerto del Sol, wahrscheinlich, ne? Ja, das ist eine U-Bahn-Station. Oder eine Bahnstation. Weil du hast es ja schon außerhalb der Aufnahme markiert. Und ich wollte nur noch mal die Info an unsere Zuschauer weitergeben. Wo ist eigentlich Sina? Da liegt er auf dem Boden. Die liegen jetzt alle auf dem Boden. Der holt sich erstmal den Schwächsten von allen. Der denkt sich, lass mich bitte in Ruhe. Naja, der Schwächste von allen ist wenigstens ein Champion im Gegensatz zu allen anderen. Echt jetzt? Der ist Intercontinental Champion, ja. Der abhaut gerade, oder was? Der am an den Haaren hochgezogen wird. Ja. Die Scheiße. Oh, jetzt wird er geworfen. Ui. Nee. Doch. Er wird gegen die Scheibe geklatscht die ganze Zeit bei mir. Ja, dann guck jetzt mal. Oh ja, er wurde geworfen auf alle anderen drauf. Jetzt liegen sie alle wieder am Boden. Und der Dicke feiert sich. Um was geht's denn jetzt bei diesem Elimination Chamber jetzt? Wer bei WrestleMania Brock Lesnar um die Universal Championship herausfordern darf. Okay. Verstehe. Ach so, okay. Jetzt soll ich den Bahngleisen folgen. Warte da mal. Ja, ich stehe hier. Lass uns da zusammenfahren, sonst wird die Mission aktiviert und ich bin noch nicht da. So, jetzt geht's los. Jetzt kannst du fahren. Mach ich. Siehst du, da unten geht's nämlich los. Aua! Sorry. Oh shit. Ich bin schon drinne. Voll im Beschuss. Warum kommt er nicht mit? Warum folgt er mir nicht? Oh shit. Was denn? Da ist ein Zug! Ja, was machst du denn da? Nein! Ah, wir müssen hoch oder was? Nicht mit den Autos fahren! Ich weiß nicht. Ich bin immer hochgegangen. So! Man kann auch mit den Autos. Ja, hier steht nur ein Komma mit den Schächten, aus den Schächten. Ach so, der geht nicht mit dem mit oder was? Doch, jetzt schon. Jetzt steigt er ins Auto ein. Ach so. Warte. Vielleicht muss ich dich irgendwie verteidigen. Oh, der Zug steht hinter meinem Auto. Ja. Okay, auf geht's. Ach so, dann kann man den Bahnhof auch von oben runter und fährt nicht durch die Bahngleise. Verstehe.
Ach, das ist einfach nur eine Rundstrecke. Wir fahren jetzt wieder raus. Siehst du, wie ich fahre? Ja. Ich kann mich auch nicht mehr drehen, Alter. Oh, danke. Sehr geil gemacht. Roll nicht rum, ich rette dich gerade. Er schreit die ganze Zeit, fuck! Shit! Oh, shit. Danke. Shit! Das ist so geil. Oh, ey, ey, du Strowman. Nee, das reicht noch lange nicht. Cena hat den Fettsack auf den Schultern. So. Ja. Bei mir schon lange vorbei. Was? Das ist bei mir schon lange vorbei. Bring die Kontaktperson zum Unterschlupf zurück. Ja. Auf geht's. Dein Auto ist so gut wie im Arsch. Nimm dir mal ein neues, das explodiert gleich. Ja, das mach ich mir jetzt. Nee, der ist scheiße. Komm, Mr. Shit, steig ein. Shit! Ja, der hat die ganze Zeit, Alter, dass er. Oh, John Cena hat gerade einen Tritt in die Eier gekriegt, ey. Ist denn überhaupt jetzt schon jemand eliminiert? Nein. Aber Elias will einen eliminieren, aber es klappt nicht. Und dann klappt er sich den nächsten, es klappt auch nicht. Hui! Schön springen. Fuck! Fuck! Er versucht jetzt alle zu pinnen. Ja, ja. Und keinen hat er hingekriegt. Nee. Idiot. Alter! Das war wirklich nicht mit Absicht. Ist klar. Das war wirklich nicht mit Absicht. Ja, ist der Typ Elias? Mhm. Oh. Ich bin falsch gefahren. Ja, ich hab's gesehen. Und jetzt fliegst du da rum. Wow! Wow, shit, Alter. Lass dich explodieren. Alter, ey. Ich dachte so, ja komm, kürze ein bisschen ab. Mhm, bisschen. Was versucht er da? Der hat versucht, den Typen hochzuheben. Elias is eliminated. Das hätte ich nicht erwartet, ja. Jetzt gerade? Ja. Yo, ich sehe es. Ja, jetzt ist er weg. Oh, ah, ich vergesse das, als dass du ja ein bisschen weiter hinten bist. Naja, das ist so ein bisschen irritating.
Jawohl. Warte. Refreshe. Das Gute ist, wir sind direkt neben dem Clubhaus. Okay. Sehr gut. Siehst du jetzt, wie Alias weggeht? Ja. Und jetzt wie der Fettsack den Dingens in der Hand hält. Ja. Und jetzt auf die Schulter genommen hat. Ja. Und genau. Das nicht klappt. Jetzt nicht klappt. Ja, sehe ich. Okay, bist du in der gleichen Sekunde sozusagen fast wie. John Cena springt jetzt. Und wird jetzt auf den Boden geklatscht. Ja. Na, dann bist du jetzt ein bisschen weiter voraus. Achso, scheiße. Cena ist raus. Ja, Cena ist raus, toll. Mein Tipp ist für den Arsch. Das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. So, wie viel Geld brauche ich noch, um mein Dings zu kaufen? 715.000. Ich habe 708.000. Verdammt, mir fehlen 7.000. Um mir, was wäre das dann zu kaufen? Mal gucken. Eine Hanfplantage würde ich mir dann kaufen. Ich könnte mir jedoch eine zweite Dokumentenfälscherei auch holen, aber nö. Ja. Wo wären die? Ganz da oben am Arsch der Welt, ne? Ach, ist The Mist doch schon draußen? Hat er The Mist schon vorher erledigt? Das kann gut möglich sein. Dann habe ich meinen Tipp richtig, weil ich habe getippt, dass The Mist als erstes eliminiert wird. Kommst du oder nicht? Oder? Ich stehe hier. Draußen. Wo? Draußen vor der Tür, du kannst auch so starten. Ja, ich muss noch 35 Sekunden warten. Achso, ja. Ich habe mal hier, einfach so aus Spaß, einen riesen fetten Burnout-Balken hingemacht, ne? Ja, ja. Nicht schlimm. Bam! Den nenne ich jetzt den Zensurbalken, alles. Oh, der Fettsack wäre fast raus gewesen. Ja. So, 3, 2, 1 und Mission Start. Torch. Alter. Der Ehre ist ja mal voll der coole Dude. Mhm. Guck mal, siehst du den fetten Pornobalken da? Nee, sehe ich nicht. Hier? Nein, ich sehe tatsächlich wirklich gar keinen. Das ist doch scheiße. Ich habe mir die größte Mühe gegeben. Glaube ich dir. Der Ire ist raus. War mir klar, dass Strowman alle rausklatscht. Ja, und am Ende gegen Dingens verliert. Gegen nee. Roman. Nee. Ich glaube, dass Strowman jetzt erledigt wird. Von Rollins und Reigns. Meinst du? Ja. Weil man Strowman nicht schwach aussehen lassen will. Auch wenn man ihn hier schon sehr stark dargestellt hat im Prinzip. Ja.
Ja, die machen ihn gemeinsam platt. Mögen die beiden sich, oder was? Oder machen eigentlich, die das jetzt nur... Ja, eigentlich schon. Die haben eigentlich ein Tech-Team zusammen, aber das wird im Moment nicht genutzt. Und dann waren sie mal die größten Feinde und dann sind sie wieder die besten Freunde. Ich verstehe das. Ach, nicht. Ach du Scheiße, verbrenne die Munition. Mit Molotov. Mit Molotov-Mocktails. What? War ja klar, dass du stirbst. Ja, Alter, das war ein Schuss. Die haben vorher erst daneben geballert. Ups. Nein, mach doch nicht sowas, nein! Warum? Weil du deine Molotov-Cocktails verschwendest und die Munition nicht triffst. Ja, und das macht ja nichts. Ja doch, du triffst die Munition ja nicht. Du musst die Munition ganz genau treffen mit dem Molotov-Cocktail. Ach so. Der ist geflogen. Ja. Mach die letzte Kiste. Mhm. Ah, ich brenne! So, das war's. Mhm. 15.500. Alter, ich hab schon wieder 655.282, ne? Ich hab 725.000 jetzt. Ja, du hast bald die Mille voll, Junge. Mhm. Sieht schon geil. So, und jetzt? Hey, I'm gonna chop that one down. Ja, würde ich sagen, beenden wir diese Folge und packen das neue Material in die neue Folge. Ne? Ja. Also, meine Freunde, sie nutzt. Bald wieder, ja, bald genau. Hier auf diesem Kanal, wir beide wieder hier, Party Pnyx und ich, sehen uns mit euch, ja? Und dann machen wir hier weiter Party. Bis dahin, ciao. Ciao.